So, kleines Streamchen bis zu 20:30, 21 Uhr. Und wir ein bisschen New World rocken. Und zwar bin ich hier und will dahin. Ne, Quatsch. Ich will erstmal den Oberkörper, was ich jetzt im Inventar habe, hier versuchen zu vertickern. Also die Brustplatte. So eine Brustplatte, ne? Die Brustpanzerung. Die will ich ihm vertickern. Und dann gucken wir mal weiter. Ich habe noch Reisen davor, Al-Azhar. Ich glaube auch, dass wir hier in der Gegend fertig waren, ne? War wir nicht um die Küste fertig? Jetzt lässt sie. ...3.580 Gegenstände wurde ausgeblendet. Ein Traum. Das ist eine Menge. Wie viel kriege ich da? Ach, Leute. Da mache ich nur 3 Tage fertig. Dass sie... Ja, blaue Gegenstände bringen aber gar nichts. Aber teilweise bringen grüne Gegenstände um einiges mehr. Naja, ich will mich nicht darüber aufregen. So, ich gucke mal hier und ja gut, das heißt jetzt fertig, ne? Also die Elite-Dinges mache ich noch nicht. Der Rest, was hier ist, die 4 ist zum Beispiel der Dungeon mit drin. Ja, Expedition. Kann ich auch mal gucken, wo ich dann nochmal rein kann. Ist immer ganz cool. Und das ist beides Elite, das will ich halt später mal machen. Das war jetzt ein Gebiet von 41 bis 46. Ich habe hier 45, 50, da könnte ich hin. Ist nochmal 41, 50. 41. Ich müsste dann am besten mal hier hin. 27 hier. Beginnt die Quest. Ich mach das hier. Da gehe ich eben hin. Beziehungsweise, ne, Moment. Mal anders. Erstmal dahin, wo ich eigentlich hin will. Wahrscheinlich habe ich aber hier die Siedlung noch nicht. Dann dahin. Reise da eben hin. Mache da meinen Außenposten, mache da meinen Punkt hin. Und dann gehe ich da unten hin. Einfach nur zu, halt zu speichern, dass da jetzt mein Farming-Bereich ist, wo ich die Quest abfarmen werde. Ja. So. Das sieht hier natürlich wieder alles komplett anders aus. So, jetzt bin ich hier gespeichert. Und jetzt porte ich hier hin tatsächlich. Ich habe einen roten Punkt auf der Stirn. Jetzt nicht mehr. Reise in der Fort Al-Azhar. Okay, ich muss erstmal nur hinreisen. Und hier brennt es. Auf jeden Fall krass. Gucken, was ich hier machen muss. Ich bin gespannt. Lösche die Flammen und warte, dass er suche nach Überlebenden. Okay, gibt es nur Feinde? Ist das vielleicht einfach nur mal so eine Quest hier? Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich sehe hier keine feindlich Gesinnten. Einfach mal das Feuer löschen. Wird doch immer noch das eine.
Ich muss nur bestimmtes Feuer löschen. Nicht alles. Hey, suche nach Überlebenden. Das macht ihr nur nochmal. Einfach weil ich kann. Und weil dann einsteht. Okay, da oben sollten da oben könnten aber auch Gegner sein, theoretisch. Auch nicht. Ey, ist noch mehr Feuer. Wo sollen die Überlebenden sein? Es kommt nochmal neu. Ziel erfüllt. Haupthandlungsaufgabe. Na, sieh an. Ich bin jetzt endlich mal mit den Hauptquests angekommen. Die wahre Geschichte. Das wahre Geschichte. Ja, das wahre Gesicht. Mann, was ist los hier? Das ist da. Okay, ich mache die Hauptgeschichte so lange jetzt weiter, bis ich hier raus bin aus dem Gebiet. Und dann gucke ich mal weiter. Das war jetzt nicht irgendwie der größte Sinn hier hinter. Das simultan ist eigentlich nicht mein Hauptding. Das ist aber, wenn die Geschichte hier es ist. Was für ein Level hat die Geschichte? Steht da meistens dran. 42. Ja, gut, kann ich machen. Ich bin 11. Level über der Hauptgeschichte, also da kann man ja mal ein bisschen Hauptgeschichte machen jetzt. Aber ich habe noch 2000, okay, dann geht das noch. So, nun muss ich halt wieder Pfeile kaufen, wenn ich noch keine guten herstellen kann. Das ist halt immer so ein kleines Ding. Frischholz auch mal ein bisschen mitnehmen. 1. Wow. Ach, bist du leckt das hier? Ich habe was verkauft. Ist das das, was ich gerade reingestellt habe? Ich mag diese versteckten Dinger, aber die geben echt immer recht viel Kohle tatsächlich. Oh, komm, kann ich das so kaputt machen hier. Bringen uns mich kaum Kohle. Nur hier wird geradeaus weiter. Easy going. Oh, da hinten sind rote Banner, da sind bestimmt Gegner. Also der Level 32. Ja stimmt, ich bin doch jetzt in den 32, 35er Gebiet, ne? Come on.
Autsch. Ich wurde aufgerissen. Hässliches Volk hier. Oh, okay. Tritt die verderbte Höhle. Okay. Dann mal rein. Hey. Oh ja, in die Welt. Beziehungsweise Amazon bekommt ihr den Scheiß mal langsam im Griff, dass ich plötzlich irgendwann unsichtbare Pfeile verschieße. Also nicht mal Pfeile verschieße, sondern irgendwas Unsichtbares. Oh, okay. Wie sieht Jonas der Verderbte? Das ist auch nicht Jonas. Das ist Jonas. Also der raus, oder was? Offensichtlich. Bitte. Okay, die ist tatsächlich schon gar nicht mehr. Wo ist denn jetzt Emilys Bitte hin eigentlich? Unstete Küste. Ja, gut, das kommt dann erst später. Das kommt natürlich erst später.
Ich glaube erstmal dahin wieder. Dann porten wir halt den Dings in unseren Questbereich zurück. Dann machen wir da erstmal in den Nebenquests. Oder wo kommst du denn hergerollt, ey? Opfer! Ju. Ja, das war erstmal recht easy. Aber gut, das war doch eigentlich Low-Level-Bereich. Ich bin der Meinung, okay, alle Hauptquests sind durch. Es sind nur noch Nebenquests. Bist du Quatsch, alles rum. Ich meine, wenn alle Nebenquests sind durch, kann ich mich ja irgendwann an diese komischen hier, diese großen gelben Quests machen. Aber bis dahin war erstmal die Nebenquests. Oh. 5.100, neuer Rekord. Ich habe mal Freude, mein CPU ist auch gerade 80 Grad heiß. Aber ich stream noch nebenbei, also. Der PC hat ein bisschen mehr Auslastung. Ich mache die Schnellreise. Okidoki. Was haben wir überhaupt? Ich kann sogar das zu. Ist beides nicht jetzt um die Elite, ne? Ich pinne das beide mal an. Gehe ich erstmal zu dem hier. Die zwei Reisen nach Gelida sollte in der Tiefe schlucken und Rüstungsfetzen der Ahnung zusammen. Ne? Gut, machen wir einfach mal. Gibt ja auch EXP, also kann man das ja auch machen. Moment, habe ich irgendwas zu vertickern? Einmal hier öffnen. Okay, das ist nur eine Waffe. Aber das kann ich mal vertickern. Achso. Hier gibt es auch hier dieses komische, ne? Oder war das hier gar nicht? Ach, keine Ahnung. Vielleicht war das hier auch gar nicht. Und hier ist Schnee. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr hell gerade. Nee, meckert doch rum, ey. Das sind ganz normale junge Bäume, okay. Ich wollte nur gucken, was für Bäume das sind. Irgendwann müsste es ja Tropenhölzer geben. Oh, ob es in der Wüste Palmen gibt, die noch ein höheres Level brauchen? Oh, jetzt habe ich die jungen Bäume erwischt, auch nicht schlecht. Und Sandstein bestimmt. Real sinnvoll. Achso. Da oben ist was Großes Grünes, was ich haben will. Boah, ist ja alles gerade verdorben. Eigentlich nicht.
Da ist ein Verderbnis, ne? Oh, eigentlich nicht da, wo ich hin muss. Okay. 14 von den Viechern sammeln. Oh, Eisschnecke oder was? Erdkrustenschildkröte. Da war ja was. Dass sie auch die Möglichkeit haben, wieder direkt wiederbelebt zu werden. Mit halbem Leben oder so. Ach, Stück habe ich schon. Holen wir das nochmal ab. Und nehmen das ab. Alter. Auf jeden Fall eigentlich nicht so angenehm hier. Das Weiße. Ah. Ich sag, hey, warum hast du gedroppt, aber. Gehen wir erst oben. Brüllen da so rum. Voilà, das war ein Stein. Stimmt. Mal würde ich hier mitlaufen. Ein Run versuche ich auf jeden Fall heute. Aber das sieht nämlich sogar direkt an. Brauchen wir nur einen Healer.
Ach ja. Boah, ob ich mit dieser Lady Flatoon Land hier in einer Squad bin. Ist das ernst? Ziegenüberfall! Ziegenüberfall! Ja, Interesse ist tatsächlich irgendwo ein bisschen da. Ich habe nur Angst, dass dann halt die Sache bei rumkommt, dass sie wollen, dass ich halt nur noch New World spiele. Und irgendwann wird wahrscheinlich auch wieder der Punkt sein, wo ich denke, okay, New World pausiere ich erstmal. Weil irgendwann bist du halt des Spiels müde. Es ist einfach so. Und ich weiß nicht, ob der will, dass noch ein Streamer bei ihm mit drin ist. Kann auch sein, dass er sagt, nö, ich möchte aber sein einziger Stream. Nö. Weiß es nicht. Deswegen, ja. Vielleicht guckt er ja auch allgemein andere Streamer. Also Dark Husky, ne? Dark Husky? Habe ich den sogar schon mal irgendwo gesehen oder gelesen? Vielleicht in dem Spiel? Vielleicht auch auf Twitch? Ich weiß es gar nicht. Also falls du mich liest, nicht liest, sondern hörst, mal siehst auf Twitch oder so, oder auf YouTube vielleicht. Interesse erstmal da. Aber ich weiß ja nicht. Hey. Damals, ne? New World ist halt jetzt einfach nicht mein Main Game. Das muss man dazu halt leider sagen. Ich spiele es gerade sehr oft, weil es mega, mega Spaß macht, aber irgendwann ist auch erstmal eine Flaute. Halt wieder andere Spiele und dann wird wahrscheinlich New World erstmal wieder pausiert und pipapo. Und hier war Gold. Okay, hier war ich tatsächlich noch nie, glaube ich. Oh, hey. War noch nicht da. Aber den Dungeon. Lass mal die vier fressen.